Also unser Ziel mit Bits und Brezels ist es, die beste Gründerkonferenz der Welt zu veranstalten. Und die beste heißt nicht unbedingt größte. Deswegen haben wir dieses Jahr Bits und Brezels im Jahr 2017 bewusst auf 5.000 Teilnehmer wieder beschränkt, waren auch vor einer Woche ausverkauft. Und wir werden auch in Zukunft bei 5.000 Teilnehmern bleiben. Und unsere Vision ist es, in 3 Jahren 50.000 Bewerbungen zu haben für 5.000 Plätze bei Bits und Brezels. Und so wollen wir Jahr für Jahr die Qualität hochschrauben. Bei den Speakern, beim Rahmenprogramm, beim Ambiente, beim Ablauf, einfach bei dem ganzen Erlebnis Bits und Brezels. Das ist unsere Vision, die beste Gründerkonferenz der Welt zu bauen. Definitiv. Bits und Brezels ist, wir nennen es Infotainment. Wir haben bewusst diese unterhaltsamen Programmpunkte wie heute Stefan Raab oder auch nochmal Kevin Spacey, weil es uns selber Spaß macht und wir wollen da was bauen, wo wir auch selber Lust drauf haben. Aber es ist keine nur Spaßkonferenz. Wir bewusst und sehr aktiv bauen wir überall Business-Programmpunkte ein. Wir haben, wie von dir erwähnt, diese Matchmaking-Area, wir haben den Startup-Pitch, wir haben die Later-Stage-Area, wo sich Firmen vorstellen mit größeren Finanzierungsrunden. Wir haben allerhand von Formaten, die Exhibition, wir haben aktives Matchmaking und. Also das Ziel ist es, dass nach 3 Tagen unsere Teilnehmer nach Hause fahren und sagen, was für eine coole Konferenz, ich habe interessante, wichtige Leute kennengelernt, ich habe vielleicht meine Finanzierungsrunde vorangebracht, ich habe vielleicht einen Mitgründer gefunden oder auch Kunden gefunden. Wir haben sehr viele Corporates dieses Jahr hier, auch die neue Corporate Stage. Das ist unser Ziel, alle miteinander zu vernetzen. Es muss einen Business Impact haben, dass du hier 3 Tage nach München kommst und dir ein Hotelzimmer nimmst und die Karte dir kaufst, aber es darf dabei auch Spaß machen. Ja, es ist immer so, auf der eigenen Party kriegt man nichts mit. Ja? Man rennt herum und nach 3 Tagen war ich eigentlich nirgendwo. Das Highlight, unser persönliches Highlight ist natürlich zum einen die Eröffnung, da ist die Anspannung sehr groß, kommen auch wirklich alle, funktioniert auch alles, wie das Licht an. Und der Abschluss nach 3 Tagen im Schottenhammelzelt auf dem Oktoberfest, wenn wir 3 Veranstalter oben auf dieser Empore stehen, in dann 5.000 wahrscheinlich müde, aber hoffentlich zufriedene Gesichter gucken, das ist das, was uns antreibt. Und ich persönlich schaue mir dann immer die Videos von den einzelnen Vorträgen zwischen Weihnachten und Silvester an, irgendwo auf dem Sofa ganz entspannt und dann freue ich mich. Ja, darüber haben wir, ehrlich gesagt, gar nicht aktiv drüber nachgedacht, sondern wir möchten mit IDNOW das Thema Identität neu angehen. Also das Thema Identität, was in der ersten Version, was wir haben mit dem Post-Ident-Verfahren, völlig veraltet war. Ich meine, wer will denn zur Post laufen heutzutage? Macht ja überhaupt keinen Sinn mehr. Haben wir Video-Ident entwickelt und das somit in das digitale Zeitalter gebracht. Als nächstes geht es darum, diese neue Form der Identität auch bei anderen Touchpoints neu zu denken und neu zu interpretieren und zu verbessern. Und da ist IDNOW, glaube ich, gut aufgestellt. Da sind wir mit voller Kraft unterwegs. So, und wir wollen eine große Firma aufbauen. Das ist das, was uns Spaß macht. Und ist nicht immer einfach, haben wir heute in der Rede kurz beschrieben. Es schaut von außen immer alles so simpel aus und so einfach aus. Und die Rückschläge kennt man vielleicht auch nicht immer alle öffentlich. Aber im Großen und Ganzen geht es echt gut voran. Erstmal ist natürlich, it's flattering to be copied. Ja? Das natürlich kann man ja auch so sehen. Nein, wir haben natürlich ein Patent angemeldet, glücklicherweise, um unsere Idee zu schützen. Und wie wir ja auch veröffentlicht haben, haben wir da erstmal Recht bekommen. Wir sind grundlegend sind wir Unternehmer, die was aufbauen möchten. Ja, wir möchten und werden und müssen uns natürlich schützen gegen nicht erlaubte Vorgehensweise von Konkurrenten. Aber grundlegend gesehen möchten wir einen Markt entwickeln. Wir möchten das beste Produkt anbieten für die Kunden, weil nur dann werden wir auch nachhaltig Erfolg haben. Da sind wir schon bereits sehr erfolgreich. Also wir haben es bewiesen mit IDNOW, dass wir in der Lage sind, zuverlässig und selbstverständlich rechtlich vollumfänglich akzeptiert und sicher diesen Prozess, diesen wichtigen Kernprozess abdecken zu können. Ich meine, das Thema Legitimation, KYC, also diese Ausweisprüfung, ist ein elementarer Kernprozess für Großbanken, für Fintechs. Also das ist kein schöner Wohnen-Feature, das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig mit uns, um sehr, sehr sensible Daten. Und da freuen wir uns, dass wir das Vertrauen von vielen Großbanken, vielen Kunden haben, die natürlich das lange angeschaut haben und geprüft haben von vorn bis hinten. Und das ist auch das Vertrauen, das uns ermöglicht, am Markt zu existieren. Und da legen wir auch sehr großen Wert drauf. In der Schweiz sind wir auch hervorragend unterwegs, unter anderem mit einem Partner, der Intrum Justitia, sind wir sehr erfolgreich in der Schweiz unterwegs. Also funktioniert wunderbar, macht großen Spaß.
Das kann ich sehr einfach und kurz beantworten. Natürlich ist das Team sehr wichtig, das wird ja immer überall erzählt, aber es stimmt, das Team ist natürlich entscheidend, weil nur das Team etwas aufbaut. Das Team kann man auch schwerer austauschen als eine Idee. Also ein gutes Team mit einer schlechten Idee ist viel besser als ein schlechtes Team mit einer guten Idee. Aber was man nicht vernachlässigen darf, ist auch die Marktgröße. Also für ein Investment muss es ja das Potenzial geben, dass das Investment sich einmal verhundertfacht, weil es gibt ja viele Investments, die nicht funktionieren. Und das heißt, die funktionieren, die sollten richtig gut funktionieren. Und damit eine Firma einen hundertfachen Return bringen kann, muss der Markt schon sehr groß sein. Und ich denke, das unterschätzen sehr viele Investoren und auch Gründer, indem sie an Themen arbeiten oder investieren, die nicht groß genug werden können. Also das Risiko kann ruhig sehr, sehr groß sein. Aber wenn es funktioniert, dann sollte es eine richtig große Firma werden können, weil nur die bringen am Ende auch den Return. Das ist eine sehr spannende Frage. Wenn ich unerschöpfliche finanzielle Mittel haben würde, dann würden wir uns wahrscheinlich in der Situation befinden, die ich gerne vermeiden möchte. Und zwar, dass manche Menschen unbegrenzte finanzielle Mittel haben. Ich denke, die mit den wichtigsten Themen für uns als Gesellschaft auf diesem ganzen Planeten ist die Inequality. Also wie gehen wir damit um, Themen wie Chancengleichheit und die Entwicklung in der Welt. Wir machen einen unfassbar guten technologischen Fortschritt, der sich aber nicht immer gerade auch in einem gesellschaftlichen Fortschritt niederspiegelt. Und diese, ich glaube, möglichen Spannungen sind mit die größte Herausforderung für das nächste Jahrzehnt. Und da würde ich mich wahrscheinlich mit beschäftigen. Felix, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir auch.